Leute, was geht ab? Und zwar, wir sind zurück zum Anime Force Simulator, Leute. Und ihr seht schon unsere Anime-Crew, die absolut overpowered ist. Nämlich, das sind alles diese Leute hier aus dem Shop, Leute. Wir haben leider den seltensten noch nicht gezogen, aber vielleicht werden wir heute das seltenste OP-Pad für 3200 Robux ziehen. Mal gucken, wer weiß, Leute. Der Simulator ist ziemlich cool. Und zwar, pro Klick wird man hier stärker und bekommt immer mehr Energie. Und hier kann man sogar Upgrades ausführen, dass man zum Beispiel mehr Energie bekommt, boom, 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 Leute, dann mehr Power, also alles drum und dran kann man hier ordentlich upgraden und das ist ganz gut, Leute, nämlich wir benötigen diese Upgrades, um den absolut krassesten Boss überhaupt freizuschalten und der ist hier, Leute, und von diesem Boss können wir wirklich ein sehr, sehr seltenes Haustier bekommen, aber ich sage euch ehrlich, guck mal bitte, wie viel Leben der hat, also wenn ich jetzt hier gegen den fighte, ja, ich bin schon dead, direkt. Ich bin direkt down, Leute. Ich bin direkt down. Das war nicht gewesen, dass ich da irgendwie nicht hin darf. Ich bin direkt down, wenn er eine Attacke macht. Und das ist halt eigentlich das Hauptproblem. So, wir können jetzt erstmal Rank Up machen. Also wir haben genug Energie, Leute. Das heißt, wir können hier Rank Up machen. Boom. Und jetzt sind wir schon eine Stufe höher. Und ihr seht auch hier unsere Aura, Leute. Wir machen jetzt deutlich mehr Power. Als erstes würde ich direkt sagen, dass wir erstmal hier unsere Power usen, Leute. Boom, boom, boom. Zack, jetzt haben wir 100.000 Energie und wir fahren jetzt zu der nächsten Insel, wo wir gerade sind. Und zwar, das ist auf der Clover-Insel, Leute. Nämlich, man kann sich hier mit dem Boot verschiedene Inseln freischalten, aber dafür braucht man halt dementsprechend auch ein bisschen Münzen, um sich die Inseln freischalten zu können. Ich muss sagen, das ist ein ziemlich cooler Simulator. Der erinnert mich so ein bisschen an Blocks Root und man muss halt hier immer an stärkere Gegner ran und diese fighten. So, wir gehen jetzt mal raus. Hier sehen wir jetzt auch zum Beispiel, wie teuer die einzelnen Inseln sind. Also die nächste Insel, wo wir hinkommen, Leute, kostet 980 Millionen. Und da werden dann natürlich auch neue Bosse sein, alle krassen Sachen und so. Und hier kann man sich halt immer wieder neue Sachen freischalten, wie zum Beispiel einmal hier neue Augen, Leute. Wir haben aktuell hier die Dark Aura. Aber wenn wir 25 Millionen Münzen haben, können wir uns auch die nächste Aura direkt freischalten. Weil wir jetzt aber natürlich ein bisschen stärker sind, würde ich mir erstmal ein paar stärkere Gegner direkt suchen. Einmal hier. Boom, zack, Leute. Und hier links, rechts. Ja, guckt, ihr seht, der Gegner ist jetzt schon, der hat jetzt schon ein paar Probleme. Aber es liegt halt auch echt an unsere Haustiere, Leute. Wir haben echt sehr, sehr starke Haustiere. Wir machen direkt 2,5 Millionen Münzen. Ich werde mir heute in diesem Video auf jeden Fall hiervon nochmal 10 Eier holen. Und vielleicht schaffen wir, dass wir eventuell das 0,1%-Pad bekommen. Und das hier ist aktuell der stärkste Boss, den es hier in dieser Welt gibt, Freunde. Und wenn wir jetzt quasi diese Gegner angreifen, kriegen wir erstmal Münzen. Und wir haben gleichzeitig die Chance, diesen Typen als Haustier zu bekommen. Das ist aber sehr, sehr selten. Und ich weiß auch nicht, ob dieser eventuell besser ist als unsere aktuellen Haustiere. Wir haben ihn bekommen. Ja, okay, wir haben ihn bekommen. Oh mein Gott. Okay, aber ihr seht, Leute, der hat nun 18er Multiplikator. Meine ganzen Robux-Pads hier haben 60er Multiplikator. Also 1000-mal besser. Warte mal, wir können ja hier noch ein paar mehr Haustiere ausrüsten. Warum habe ich das nicht gemacht? Also wir haben ihn trotzdem ausgerüstet, weil ich kann ja 8 Haustiere insgesamt ausrüsten, was sehr, sehr gut ist. Deswegen, ich hau ihn hier nochmal eine auf den Deckel. Und ich hoffe, dass wir den jetzt gleich mal bekommen. Und dann werden wir jetzt hier einfach erstmal Münzen sammeln. Ich weiß gar nicht, ob es hier auf der Insel noch einen stärkeren gibt. Also hier gibt es noch einmal die Legendaries, aber Mythical ist natürlich deutlich seltener als Legendary, weil da drüben, guckt mal hier. Guck mal, da drüben ist auch irgendwas, Leute. Was ist denn da drüben, Bro? Kann ich... Ah, da kann ich... Ah, das müsste die Insel hier gewesen sein. Das sah, glaube ich, nur so komisch aus. Aber das müsste... Das ist eine andere Insel. Da müssen wir wahrscheinlich hinfahren mit Boot. Da können wir nicht einfach so hinfahren. Okay, dann ist das hier quasi der stärkste Boss gerade auf der Insel. Ich hole mir jetzt... Warte mal, ich habe schon alle Supertränke hier ausgerüstet, außer den Glückstrank. Ich werde den auch nochmal ausrüsten hier. Ich werde jetzt einfach alle Tränke nutzen hier. Die waren sehr teuer gewesen. Die haben alleine 1500 Robux nur für die Tränke gekostet. Let's go. Ich habe hier alle ausgerüstet und wir haben jetzt 30 Millionen Coins. Let's nice. Ey, Leute, ich habe was unnormal Cooles gefunden, was mir vorher gar nicht aufgefallen ist. Und zwar hier. Ich kann mich sogar in... Wenn ich... Oh mein Gott, guck mal, was ich jetzt hier für einen Skin freigeschaltet habe. Ich mache jetzt nochmal deutlich mehr Power. Alter, bin ich jetzt stark. Oh, oh mein Gott, guck mal, ich one-hitte den jetzt. Ich one-hitte den jetzt. Nein.
Ey, das habe ich jetzt, Leute, das habe ich in der letzten Folge gar nicht herausgefunden. Und zwar, man kann sogar seltene Skins freischalten. Das gibt's doch gar nicht. Und dann kann man hier noch seltene Sachen und so einsammeln. Oh mein Gott, guck mal, wie schnell das jetzt auf einmal geht. Junge, ich kann mir jetzt direkt die neue Aura kaufen. Stani Bunny ist jetzt hier zum... Guck mal, wir machen alle One-Hit, ne? Ich habe jetzt schon 100 Millionen Münzen. Davon kann ich mir auch so viele neue Upgrades holen. So, ich gehe jetzt mal hier zum Aura-Stand. 25 Millionen Upgrade, 75 Millionen Upgrade. Oh, yo, guck mal, wie stark ich jetzt werde. Ja, vorbei. Vorbei, Leute. Vorbei. Absolut vorbei. Eigentlich, warte mal, hier gibt es einen Boss. Yo, hier gibt's. Warte mal. Oh mein Gott, ist der Boss stark. Okay, Leute, das hier, das ist wohl der Boss dieser Inseln hier. Ey, das war gerade mal, okay. Guck mal, wie lange das dauert. Obwohl hier irgend schon so ein Typ ist. Und mit denen, also da, wir hauen gemeinsam jetzt auf diesen Typen raus. Okay, Freunde, ich werde jetzt hier alle Power geben. Ihr seht, wir kriegen jetzt auch unnormal viel Power dazu. Das Ding ist, ich kann gleich, das lohnt sich sonst nicht. Ah, ich weiß nicht, obwohl. Nee, wir müssen raufhauen. Leute, wir müssen raufhauen, dass der Boss down geht. Ey, wir hauen hier zu zweit drauf und das dauert so lange. Ich check's nicht. Guck mal, wie stark ich jetzt auch mittlerweile bin. Ich mach 200.000 Energie pro Klick. Also das ist auf jeden Fall schon sehr heftig. Ich weiß nicht, kann man hier noch zusätzlich klicken? Ja, das bringt nichts. Also wir haben ja schon den schnellen Autoklicker an. Aber das ist ja heftig. Überleg mal, wir bekommen diesen Boss als Skin, dass wir uns in den verwandeln können, der noch mal stärker ist als der jetzige. Das wäre auch so geisteskrank. Ich bin auch gespannt, wie viel Münzen der uns drückt, Leute. Ich werde jetzt einfach mal hier ein bisschen gegenhauen, dann werden wir eh gleich sehen, wie lange das dauert. Let's go. Oh, Leute, wir haben gleich den Boss besiegt. Ich bin mittlerweile aber schon ultra stark auch geworden. Also ich glaube, hier Son Goku sind auch nicht schlecht, aber meiner ist viel, also meine Pets, glaube ich, sind deutlich besser. Ich bin gespannt, ob wir kriegen und was wir kriegen. Ey, das hat... Hä? Bro, ich habe gar nichts bekommen. Hä? Warte mal, das könnte natürlich sein, weil der andere, dass ich zu wenig Schaden gemacht habe. Also, ich probiere es jetzt nochmal. Ich werde jetzt nochmal auf den Boss hauen. Aber das ist ja komisch. Es könnte halt sein, weil gerade jemand den Boss macht. Ey, das wäre richtig schade. Ich probiere es einfach nochmal. Also müssen wir jetzt leider nochmal warten. Aber das Gute ist halt auch, wir machen immer mehr Power dazu. So, jetzt ist ja das letzte Mal hier, Leute, auf 48.000. Also wir müssen halt quasi auf jeder Insel jeden Boss besiegen und dann am Ende den Endboss zu besiegen. Das ist halt so die Hauptaufgabe dieses Games. Und das finde ich halt auch nice. Ich hoffe aber jetzt mal, dass wir irgendwas bekommen. Wenigstens Münzen, Leute. Wenigstens Münzen. Das wäre schon mal gut. Ich will nicht mal den Skin haben, beziehungsweise das Pet. Das wäre natürlich auch geil, aber ich will wenigstens einfach nur Münzen bekommen. Aber ich bin jetzt gespannt, ob das klappt, Leute. Es müsste theoretisch... Bro, wir kriegen wieder nichts. Hä? Ey, das liegt wahrscheinlich an den Typen hier, der da die ganze Zeit schon an ihn fightet, dass der wahrscheinlich mehr Damage macht und wir deswegen nichts bekommen. Ey, das ist ja voll lame. Okay, dann werden wir jetzt aber erstmal zurückgehen, weil wir haben schon echt sehr, sehr viel Power. So, obwohl... ich muss mal kurz gucken, die nächste Insel, die wir freischalten können. Die nächste Insel ist wirklich die 950M-Insel. Nee, die 95M-Insel, Leute. Oh mein Gott, die haben wir doch relativ schnell zusammen. Und da können wir uns auch neue Sachen freischalten. Habe ich gar nicht gesehen. Okay, dann würde ich einfach nach oben gehen. Nochmal den Boss dieser Insel hier besiegen. Der hat ja uns relativ viele Münzen gegeben. Können wir hoch? Nee, wir können den natürlich nicht hoch. Mit unserer neuen Aura sind wir eh so stark. Und dann... würde ich sagen, können wir auch Wiedergeburt. Guck mal hier. Bro, er ist One-Hit. Leute, er ist One-Hit. Er kann ja gar nichts machen und wir kriegen jedes Mal ordentlich Münzen von denen. Ich sammle jetzt erstmal die ganzen Münzen ein. 95 Millionen brauchen wir. Und dann geht's direkt auf die neue Insel. So, wir haben jetzt mehr als genug Münzen. 221 Millionen, Leute. Das sollte locker reichen für die nächste Insel. Da können wir direkt die eine Insel ja überspringen. Und wir sind auch so stark, ich sag euch ehrlich. Ich glaube, ich hole mir hier nochmal ein Aura-Upgrade. 250 Millionen. Oh. Oh, ist egal, die neue Insel lohnt sich mehr, weil auf der neuen Insel ist wieder ein neuer Boss und da machen wir deutlich mehr Power. So, 95 Millionen Leute, das sind die Weko Islands, da fahren wir jetzt mit dem Boot hin, da werden jetzt neue Gegner und alles freischalten. Boah, ich bin gespannt, was da rauskommt. Das wird auf jeden Fall wahrscheinlich, oh, das sieht krass aus. Guck mal, hä? Das sieht aus wie so ein Marinehauptquartier oder so. Holy moly, okay. Und wir sind angekommen. Let's go. Was gibt's hier Neues? Hier gibt's wahrscheinlich wieder ein... Oh, Schwerter gibt's hier? Nein. Bro. Leute, als ob. Als ob es gibt hier... Was? Wie kriegen wir hier... Aber wie kriegen wir diese Schlüssel? Wir brauchen Schlüssel,
die kriegen wir wahrscheinlich von den Gegnern. Und es gibt ja auch neue Haustiere. Und die Haustiere, ja, die sind nicht schlecht, aber sind jetzt auch nicht so stark. Oh mein Gott! 3,6x, Leute. Ja, gut, okay, aber die sind One-Hit. Ihr seht, die sind One-Hit. Wir brauchen unbedingt die Schlüssel. Die Frage ist, guck mal hier, die hauen wir alle One-Hit kaputt. Oh mein Gott, yo. Wir können eigentlich direkt zum Boss durchgehen. Okay, die halten ein bisschen mehr aus. Aber der ist ja auch Double-Hit, Leute. Guck mal, wie viele Münzen wir jetzt auch machen. Wir können die ganzen Münzen gleich so für die Upgrades nutzen. Let's go, hier, One-Hit, One-Hit. Legendary. Ja, der hält ein bisschen mehr aus, aber auch nichts sonderlich Spezielles. Und da ist der Boss, Leute. Hier ist der aktuelle Boss. Bro, der hat 13B. Das ist doch nix. Junge, der ist doch nix. Guck mal, wie viel wir jetzt haben. 600 Millionen. Wisst ihr, was ich mir gleich für Upgrades holen kann? Ey, das ist crazy. Aber ich muss irgendwie herausfinden, wo der... Also es muss hier noch einen krasseren Boss geben. Warte mal. Es muss hier, glaube ich, noch was Heftigeres geben. Vielleicht hier drinnen? Nee. Irgendwo müsste es vielleicht hier... Oder ist das hier nur eine Insel? Ich glaube. Oder vielleicht vorne wieder durch so ein Portal. Ich muss mal gucken. So, wir haben jetzt hier wieder noch ein Pet bekommen, aber das brauchen wir eigentlich alles gar nicht hier. Guck mal hier, vielleicht hier irgendwo Schwerter, Total Energy. Ich frage mich halt, wo man diese Schlüssel herbekommt und was diese Schwerter machen. Ah, wartet mal. Ich hole mir jetzt mal einen Schlüssel, Leute. Vielleicht gibt es ja nur für Robux. Ich hole mir jetzt mal einen Schlüssel. Gucken, was ich kriege. Ich hoffe, was Gutes. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Oh, bitte ein rotes Mythisches. Oh, nein, ey. Och, Manometer Zitronenpeter. Okay, wir gucken mal hier bei Schwerter. Equip. Oh, das gibt uns nochmal deutlich mehr Energy. Und guck mal, wie krass das aussieht. Yo, ich will auf jeden Fall ein krasses Schwert haben. Komm, wir holen uns 10 Keys, Leute. Für 990 Robux. Oh, das tut weh. Das tut weh, aber ist egal. Komm, bitte ein seltenes Schwert. Bitte episch. Wenigstens... Okay, ist okay, ist okay. Lightning Sword, wir gucken uns das mal kurz an. Das natürlich... Das macht 1,2 Multiplier. Ah, Energy. Ah, okay. Die haben auch verschiedene Funktionen. Ah, okay. Jedes Schwert ist quasi noch... Oh, ein blaues. Das wird immer besser. Junge, was? Es gibt von Falkenauge das Schwert hier. 1,3 Multiplier. Okay, es sieht auch nicht schlecht aus, aber ist auch noch nichts Spezielles. Aber es gibt das Schwert hier. Ja, okay, Müll. Ey, Leute, es gibt einfach das Schwert von dem besten Schwertkämpfer der Welt, Falkenauge. Wenn wir das kriegen, dann wäre natürlich... Oh, wieder Müll. Bitte. Gib mir Legendary wenigstens. Guck mal hier. Legendary wäre okay. Legendary wäre okay, komm. Oder das von Falkenauge. Nee, natürlich nicht. Wieder Müll. Ich sag euch ehrlich, das waren, glaube ich, die schlechtest investiertesten Robux, die wir jemals rausgehauen haben. Ah, Renkuku Sword, okay. Wir haben noch 4 Keys. Ich hoffe, wir kriegen Gutes. Oh nein! Eins davor! Manometer Zitronenpeter. Ey, jede Stunde bekommt man, glaube ich, nur ein Spin. Also, das überlegt mal, wir müssen jetzt hier 10 Stunden spielen, um hier ein Dings zu bekommen. Also, das ist ja absolut frech, Leute. Wie lange das auf jeden Fall... Ah, gib mir das! Lightning Sword. Okay, letzter Key, Leute. Letzter Key. Ich hoffe, es gibt was Gutes. Und... Oh, nur Müll, Leute. Nur Müll. Das ist so schlecht. Egal, egal. Ja, ich werde das nutzen. Das werden wir nutzen, Leute. Das ist wahrscheinlich so... Also, das ist auf jeden Fall das Beste. Es gibt halt hier auch eine Global Quest, aber die Global Quest ist so krass. Also, das dauert echt sehr lange. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt da oben. Ich werde jetzt hier oben den letzten Boss noch ein paar Mal ausschalten. Ich hoffe, dass ich eventuell da noch ein gutes Pet bekomme. Und wir werden einfach noch ein paar Münzen sammeln. Und mit diesen Münzen werden wir dann wirklich erstmal neue Aura holen und noch Wiedergeburt machen. Weil ich habe mittlerweile so viel Power, Freunde. Das ist zu krass. Deswegen, wir müssen jetzt erstmal diesen Typen die ganze Zeit K.O. hauen. Und ich hoffe, dass ich eventuell seinen Skin bekomme. Das wäre natürlich Game Changer. Oh mein... Nein! Der ist nicht... Ah, das Pet ist gut. Es ist gut, okay. Aber... Nein, 4,1. Leute, wir haben seinen Skin. Wir haben seinen Skin. Yo, okay. Jetzt sind wir nochmal deutlich stärker geworden. Wir können direkt los. Wir können direkt weiter. Wir können die Insel hier. Haben wir locker übersprungen.
Ich würde auch sagen, dass wir jetzt einfach direkt zur nächsten, die nächste Insel erstmal freischalten, weil da werden nochmal deutlich stärkere Haustiere natürlich sein. Falls ihr euch übrigens wundert, warum es überhaupt so einfach hier geht und wieso wir so schnell vorankommen, ist natürlich, weil ich hier Robux-Pads habe aus dem Shop, die wir uns in der letzten Folge geholt haben. So, die nächste Insel, 980 Millionen, die Dragon Island. Oh, das ist die Dragon Ball-Insel. Sieht auf jeden Fall auch geil aus. Nein, denn hatte der Typ Haustiere von der Dragon Ball-Insel vorhin. Der hatte ja Son Goku und so gehabt und Vegeta in der Special-Form. Das war auf jeden Fall auch nicht. Das ist auf jeden Fall auch nicht ohne. So. Ich werde mal hoch. Und. Oh mein Gott. Was ist das denn hier? Dragonsphäre? Was ist das denn? Dragons. Okay, das ist auf jeden Fall auch krass. Dann kann man hier. Nein. Merchen? Ich brauche alle Dragon Balls, um zu merchen. Oh mein Gott. Boah, ich muss hier Dragon Balls sammeln, Leute. Und man kann hier seine Haustiere auf Shiny machen. Ey, wie krass ist das denn jetzt? Aber dafür braucht man spezielle Juwelen. Also ich muss ehrlich sagen, Leute, die haben den Simulator schon wirklich echt cool gemacht. Also man hat hier extrem viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier einen neuen Skin freigeschaltet. Ich guck mal kurz. Dohan, aber der ist... Oh, vier... Was? Der ist sogar... Son Gohan ist sogar besser als unser aktueller Skin. Krank. Okay, das ist heftig. Ja, guck mal, wie viele Münzen wir hier auch machen, ne? Das sind gerade mal die schlechtesten Haustiere. Und ich mache so viele Münzen. Oh mein Gott. Ich muss unbedingt die Aura upgraden. Also ich muss jetzt eigentlich Coins sammeln und dann die Aura upgraden. 1,52B. Und, ja, okay, wir müssen zurück. Wir müssen zurück. So rein. Wir müssen auf die erst. Nein, ich hätte auf die andere Insel fahren müssen, wo die Aura ist. Ist egal, aber da können wir uns auch die Upgrades holen, weil die Upgrades kosten. Ich habe ja schon Ewigkeiten keine Upgrades geholt. Das ist halt auch das Gute. Also das wird. Bro, das wird jetzt auch so scheppern, Freunde. Wir werden uns jetzt so krasse Upgrades holen können. Halle, ich glaube maximal sogar, würde ich mich auch wundern. So, zack, einmal hier. Wir sind drauf. Und Upgrades. Boom. Storage, warte mal, erstmal Coins. Ja, geht eigentlich. Boah, die sind teuer, die Upgrades. Wir können jetzt ein weiteres Haustier ausrüsten. Das ist ganz gut. Zack, machen wir nochmal mehr Power. Und die Rank-Up-Maschine. Oh, 7,5 Millionen. Guck mal hier, Rank-Up. 7,5 Millionen, Leute. Wir waren so hoch gewesen. Wir waren so hoch gewesen. Ich muss jetzt erstmal warten. Ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen Power sammeln. Weil ihr seht hier, bei 100 Millionen... ist der nächste Rank Up. Wir müssen halt Rank Upen, um überhaupt voranzukommen in den nächsten Welten. Deswegen, ich würde sagen, ich warte jetzt einmal ab, bis ich 100 Millionen habe und dann geht's weiter. So, wir haben jetzt 100 Millionen Energie. Das heißt, ich kann hier den nächsten Rank Up... Oh, der nächste Rank Up ist jetzt bei 1 Billion. Okay, okay, ich verstehe, ich verstehe. Das Ding ist jetzt halt, wir sind extrem schwach eigentlich, aber wir werden jetzt trotzdem zur Dragon Island fahren, Leute. Und bei der Dragon Island... würde ich jetzt einfach erstmal sagen, dass wir da vielleicht uns die Dragon Ball Power holen. Da würde ich halt ein paar Robux ausgeben. Und ich hoffe, dass wir da vielleicht mal Glück haben und eine seltenere Kraft bekommen. Das wäre halt ganz nice. So, einmal hier zurück. Und da sind wir auch schon. Und hier, das ist Get Rewards. Okay, aus der Chest, Leute. Chest, Get Rewards. Aber wo kriege ich denn Rewards? Hier oder was? Ist egal, Leute. Wir kaufen uns das einfach. Wir kaufen uns das einfach hier. Ich kaufe auch hier 10 Golden Keys für 990 Robux, was extrem weh tut. Let's go. Ist egal. Ist egal. Ein Spin holen wir. Ich gucke, ich hoffe... Oh! Dragonsphäre 3, Leute. 10%, das ist sogar relativ gut, muss ich sagen. Wir müssen jetzt nur mal gucken. Das haben wir hier, aber... Hä, was kann man jetzt hiermit machen, Leute? Warte mal. Nein. Missing, warte mal. Um das hier zu upgraden und zu merchen, Leute. Dann bekomme ich einen goldenen Freezer. Oh, Bro, wie krass ist das denn? Wenn ich alle Dragon Balls habe, aber das ist ja krank, Leute. Also, alle Dragon Balls zu bekommen, das ist ja so selten. Guck mal, hier 0,1%, um den goldenen Freezer zu bekommen. Das ist ja, Leute... Okay, wir haben jetzt schon mal ein paar Dragon Balls, das ist ganz geil. Ich kann ja mal kurz gucken,
wie, ob wir wirklich alle brauchen. Aber ihr seht, hier, den haben wir. Merch. Ich muss wirklich alle Dragon Balls haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das könnt ihr... Junge, das... Hä, aber das läuft gut. Es läuft gut, Leute. Wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4 Dragon Balls. Mir fehlen nur noch 2 Dragon Balls. Ja, jetzt kriegen wir jetzt... Guck mal, das ist halt das Ding, Leute. Jetzt kriegen wir halt doppelte Dinger und wir haben nur noch 5 Keys. Also wir brauchen jetzt noch einmal mythisch und einmal legendär. Als ob wir jetzt legendär und mythisch ziehen. Aber dieser goldene Freezer, der muss ja so absolut overpowered sein. Aber wie, das kannst du vergessen. Das ist ja... Also, das ist ja, wie oft muss man hier, überlegt man, 0,1%, Freunde. Da muss man theoretisch 10.000 Mal hier drehen. Wo will man die ganzen Keys her haben? Also, guck mal hier, das können wir vergessen. Das können wir vergessen, wir haben jetzt noch einen Key. Jetzt, wir schaffen es gar nicht. Das bringt jetzt gar nichts. Bro, wir haben jetzt 1.000 Robux ausgegeben für nichts. Für wieder nichts. Stark, stark, stark. Okay, sehr gut. Informationen gelernt. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall mal ein bisschen selteneren Typen angreifen. Und zwar hier ist Vegeta. Oh, Vegeta ist schon echt stark. Aber das wäre gut. Ich glaube, wenn wir den bekommen sollten, wäre es eigentlich ganz nice. Boah, man sieht jetzt auch schon, wie hier, wir spielen jetzt schon 2 Stunden fast den Simulator. Und wir sind eigentlich relativ gut vorangekommen. Ich hole mir jetzt nochmal 3 OP-Eier, okay? Komm, 3 OP-Eier, Leute, für euch. Ich hoffe, dass wir irgendwas Seltenes ziehen. Einmal noch hier auf den Putz hauen. Komm, let's go, Leute, let's go. Das war nichts gewesen, das war nichts. Das war ganz und gar nichts, Leute. Nichts Gutes bekommen. Nichts Gutes bekommen. Ja. Boah, warte mal. 1,32B. Boah, wir haben aber sehr, sehr viele Coins gerade bekommen, weil wir den Paulberger hier gerade platt gemacht haben. Leider haben wir kein Pet bekommen oder kein Skin. Ah, das ist ein bisschen schade. Ich hätte gerne hier so einen Vegeta-Skin. Der sieht auf jeden Fall sehr krass aus. Aber wir besiegen... Wir machen halt so viel Energie. Leute, wir machen jetzt gerade pro Klick 600.000 Energie. Was halt absolut crazy ist. Und auf Wiedersehen. Schade, wieder nichts bekommen. Ich guck mal hier, ob wir ein bisschen... Hier ist noch Piccolo, aber Piccolo ist schwächer. Ja! Yo! Hier ist natürlich Son Goku, Leute. Und Son Goku ist extrem stark. Hier hinten ist, glaube ich, der Boss. Oh, let's go. Da werden wir gleich mal hingehen. Aber erstmal wird Son Goku besiegt. Bitte, Son Goku wäre geil als Skin. Ich sage euch ehrlich, so Son Goku ist auch einer meiner Lieblingschars. Der sieht extrem cool aus. Ihr seht auch, der hat sehr gute Power. Also der hält schon ein bisschen was aus. Aber Stunny Bunny arbeitet sich hier locker vor. Haben wir eigentlich schon alles hier rausgekauft? Warte, wir haben Autoklick, Fastklick. 2x Energie, doppelte XP. Wir haben nicht doppelte XP. Hole ich mir mal. Ich weiß zwar nicht, was... Ach, das ist für die Pets, Leute. Oh, das hätte ich... VIP haben wir auch noch nicht. Oh, Leute. Oh, mein Gott. Gott, okay, den Rest hier. Ultra Lucky, wir holen uns noch Ultra Lucky, Leute. Also, nee, das holen wir uns in der nächsten Folge, oder? Das holen wir Ultra Lucky, dass wir... Guck mal, wie viel Power wir jetzt auf einmal haben. Yo! 738.000, weil ich VIP habe, oder was? Haben wir noch irgendeinen seltenen Skin bekommen oder so mit VIP? Ein seltenes Pet? Nee. Ja, okay, VIP hat ja nicht so wirklich was gebracht. Jetzt haben wir wahrscheinlich ein eigenes Chat-Tag oder so und noch ein bisschen mehr Power bekommen. Ja, ist ganz cool. Kann man mitnehmen, aber komm, bitte Son Goku jetzt. Bitte Son Goku, Leute, bitte Son Goku und nicht bekommen. Ey, das ist so, das ist der Boss hier, Leute. Das ist Freezer. Yo! Yo! Junge, wie stark ist der bitte Freezer? Okay, wir werden jetzt hier noch zu guter Letzt Freezer besiegen. Ich hoffe, dass wir sein exklusives Skin bekommen und sein Pet. Das wäre geil, ey. Aber da brauchen wir echt viel Glück. Guck mal, wie lange das dauert. Leute, wir hauen jetzt einfach mal auf ihn ein. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hier ein bisschen mehr Leben abgezogen habe. Oh, Leute, wir haben gleich Freezer. Wir haben gleich Freezer. Und jetzt müsst ihr Daumen drücken. Daumen drücken und... Oh, bitte, bitte, bitte. Oh Gott, wie viele Münzen wir bekommen haben. Okay, schade. Wir haben leider nicht Freezer bekommen. Ich glaube, wir gehen lieber nochmal auf Son Goku, Leute. Vielleicht hier haben wir ein bisschen höhere Wahrscheinlichkeit, den zu bekommen. Ich würde auch sagen, in der nächsten Folge
werde ich mir definitiv noch das letzte aus dem Shop kaufen, Freunde. Und zwar Ultra Lucky für 1500 Robux. Da haben wir natürlich nochmal eine höhere Wahrscheinlichkeit, was richtig selten ist, zu bekommen. Okay, komm, ich hoffe. Warte mal, kann man hier eigentlich auch sehen, wie viel Robux man ausgegeben hat? Nee, kann man nicht, ne? Schade. Ah, hier haben wir auch wieder nicht Son Goku bekommen. Ey, ich habe aber auch heute, also besonders in der Dragon Ball Welt haben wir jetzt nicht sonderlich groß Glück. Das Ding ist, wir können gleich in der nächsten Wiedergeburtsstufe gehen. Das wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ey, meine Boosts laufen gerade gleich wieder ab. Ey, das ist diese Boosts, guck mal, wie teuer die bitte auch sind. Hier unsere Boosts, Leute. Die kosten im Fünferpaket 1200 Robux. Ja, und die gehen gerade mal 15 Minuten. Also das ist auch voll der... Warte mal. Einzeln kaufen ist günstiger? Nee. Ich glaube, das ist günstiger. Okay, Paket kaufen ist günstiger. Aber wir haben immer noch nicht Son Goku bekommen. Schade, hä? Weil ich glaube, guck mal hier. Son Goku müsste wahrscheinlich stärker sein als unsere Robux-Haustiere. Komm, bitte. Son Goku, komm. Oh, Son Goku! Yo. 40x. Okay, und das, der ist Level, gerade mal Level 1. 40x Level 1. Und ich kann ihn jetzt auch direkt als Skin auswählen. 4,7. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Leute, wir sind jetzt absoluter Son Goku. Und zum Ende würde ich sagen, Freunde, machen wir noch was Krasses. Und zwar, wir holen uns eine neue Aura. Nämlich, wir haben jetzt 27,38b. Da können wir auf jeden Fall einige Augen, glaube ich, durchkaufen. Das wird halt uns auch nochmal einen guten Boost nach oben geben. Einmal mit dem Boot zur Aura-Insel. Und dann hoffe ich, dass wir vielleicht in der nächsten Folge mal den Endboss besiegen. Das müsste hier die Aura-Insel sein. Ja, das müsste die Clover Island war das gewesen. Das ist die Aura-Insel. Boah, ich bin auch gespannt, was auf den anderen Inseln alles ist. Das ist echt nice gemacht. Cool wäre noch, wenn man irgendwie gegen andere Leute fighten könnte oder so. So PvP-mäßig. Das könnte ich auch noch feiern. So, einmal hier kurz vorbei machen. Zack, zack, zack. Aus dem Weg. Ey, vielleicht können wir gleich mal den Boss angreifen. Und die nächste 250 Millionen. Boah, die Bubbles-Aura. 750b. Tschüss. 750b. Ich würde sagen, wir gehen jetzt, das ist das Einzige, was am sinnvollsten ist, glaube ich. Wir fahren jetzt zur Startinsel zurück, werden da nochmal die restlichen Minuten trainieren, dass ich für die nächste Folge, oder eigentlich, das könnten wir theoretisch auch noch jetzt machen, dass wir, warte mal, komm mal mit hier. Guck mal, dass wir jetzt hier erstmal noch, boah, wartet mal, ich kann die nächste Insel eigentlich freischalten. Aber ich könnte mir auch Upgrades kaufen. Ich glaube, ich hole mir lieber Upgrades, Freunde, sag ich ehrlich. Ich hole mir, dass ich mehr Tiere ausrüsten kann. Mehr Coins, das bekomme. Storage, Boat Speed, alles. Ich hole mir alles hier, alles, was geht hier. Mehr Coins, mehr das. Zack, das war's gewesen. Sehr gut. Da können wir nämlich jetzt gleich alles ausgeben. Ich kann jetzt nämlich, Bro, 10 Haustiere insgesamt ausrüsten. Wie krass ist das bitte? Und ich mache jetzt pro Schlag 1,2 Millionen. Leute! Wenn ihr mehr hiervon sehen wollt, vom Anime Force Simulator, lasst ein Like und ein Abo da. Das war's gewesen. Tschö mit Ö.